Hi liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Vor uns ist Yggdrill und den haben wir ja schon besiegt. Was mir jetzt aber auf den ersten Blick erstmal auffällt, ist, dass Yggdrill nicht zu einem Normal-Mob geworden ist, nachdem wir ihn besiegt haben, sondern weiterhin Elite. Also das allein schon zeugt davon, dass der doch schon relativ stark ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir den hätten alleine besiegen können. Vielleicht mit Heldenbuben, mit unser Garnisonsfähigkeit ruft zu den Waffen, mit allen Cooldowns vielleicht. Vielleicht wäre es möglich gewesen, aber ich bin ganz froh, dass wir den dann später halt mit mehreren gekillt haben. Natürlich ist der dann, was die Leben angegangen ist, in die Höhe gestiegen. Also, das haben wir ja gesehen, also im letzten Part, dass der dann plötzlich irgendwie 60, fast 1 Million Leben hatte, ja. Also, klar, die steigen dann natürlich an, aber es ist zusammen dann doch einfacher, muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen, weil der ja auch die ganze Zeit immer solche Ranken beschworen hat, die mich dann halt im Zweifel immer angegriffen haben. Da konnte man dann schnell wegblinzeln, dann haben sie einen nicht bekommen, aber wenn sie einen dann bekommen haben, dann war es halt unschön. So, ich möchte doch jetzt mal eben kurz gucken. Genau, wir haben hier hinten noch den Darkmaster Govit, oder Govit? Govit? Kann das sein? Govit, ja. Und der war auf dieser Insel. Und der wurde ja das letzte Mal uns von der Nase weggeschnappt, ihr erinnert euch. Das heißt, den werde ich jetzt eben nochmal kurz besuchen, einen Besuch abstatten und dann werde ich hierhin zurückkehren. Was das hier ist, das ist so eine Insel. Ich weiß nicht, ob uns da noch die Quests hinführen werden. Ich weiß allerdings auch nicht genau, wie man da jetzt hinkommt. Ich denke mal, dass man hier über diesen Abschnitt hier irgendwie so eine Art Brücke oder ähnliches über diesen Fluss überqueren kann, der sich hier durch das Schattenmontal schlängelt und dann hier auf diese... ja, auf diese Anhöhe kommt, weil wir können ja mal gucken, hier so, das müsste vor uns sein, genau, das ist hier oben, da kommen wir also von hier gar nicht hoch, ja, also wir müssen uns dann doch irgendwie einen anderen Weg suchen, bedeutet also, wir können jetzt einfach gar nicht links, zack, da hoch, sondern wir müssen dann erstmal einen Weg finden und das wird dann erstmal unsere Aufgabe sein, allerdings werde ich jetzt halt gleich erstmal wieder zurück hier zu den Begräbnisfeldern gehen und dann dort diese Quest hier abgeben und dann schauen wir mal, was wir als nächstes vorhaben. Hier habe ich natürlich auch noch, diese Stachelquest, die ich auch noch abgeben möchte, die wird keine Folgequest geben, aber hier oben gibt es halt auch noch. Also es ist hier noch eine ganze Menge zu tun, muss man ganz klar sagen. So. Erstmal jetzt hier wieder an den ganzen Mammuts vorbei. Die Königsmotte haben wir, wie gesagt, schon. Also da müssen wir jetzt nicht drum trauern, dass wir die noch nicht haben. So, mein Fraps macht gerade wieder ein paar Probleme. Wahrscheinlich... weil ich den PC gerade erst hochgefahren habe, zum ersten Mal am Tag wieder. Die erste Aufnahme wie immer so ein bisschen verkorkst, beziehungsweise nicht verkorkst, aber so ein ganz klein wenig Lecks. Ich weiß nicht, ob man die dann halt später in der Aufnahme tatsächlich sieht. Ich merke es halt schon ein bisschen, wenn die FPS dann so auf 27, 28 gedrückt werden, weil normal habe ich halt konstant 60 FPS. Ist dann halt ein bisschen blöde, aber kann man halt nichts gegen machen. So, ich glaube, der Rahmen ist da. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Betäubt. War eine Falle, ne? Wir sind durch eine Falle gelaufen, durch so eine Void, ja. Muss ja sein. So, der Rahmenmob könnte da sein. Auf jeden Fall haben wir hier das Zeichen. Er ist auch da, sehr schön. Er ist da. Ach du Scheiße, was kommt denn jetzt hier für eine Armee an? Junge, Junge, Junge. Skelette sind aber auch nervig. So, wo ist der Rahmenmob? Der müsste hier irgendwo sein. Ich sehe ihn allerdings gerade nicht. Er ist jetzt auch nicht mehr da. What the fuck? Ach da, der patrouilliert, glaube ich. Der patrouilliert, genau. Sieh mal an. Das erklärt's. Der müsste jetzt hier lang kommen. Kommt er auch, sehr schön. Ich denke, dass wir den ohne Ruf zu den Waffen besiegen können. Weil wenn wir jetzt unsere Anhänger holen, dann haben wir eventuell das Problem, dass die hier dann erstmal die ganze Insel zerlegen wollen. Oh, shit. Habe ich den da beschwören unterbrochen? Nein, habe ich nicht. Jetzt kommen da erstmal welche. Na komm, dafür beschwöre ich jetzt die scheiß Kugel. So, und da ist unser Stab. Da würde mich doch mal interessieren, ob der eventuell besser ist als das, was wir im Moment angelegt haben. So, wir würden
13 mehr Schaden machen. Schaden pro Sekunde, aber das ist, glaube ich, nur auf Nahkampfangriffe bezogen. Denke ich mal, weil wir also dieser Schaden pro Sekunde, wenn man damit draufhaut, ja, also der ist ja für uns total unrelevant. Wir würden 3 Int mehr haben, 5 Ausdauer mehr, 22 Tempo mehr, 15 weniger Mastery und 22 weniger Multistrike. Das heißt, bei Int tut sich da gar nichts. Das heißt, ja, nö, da dürfte sich nichts tun, oder? Wir haben hier 33 Int. Ach doch, Int haben plus 3, ich erwähnte es ja gerade schon. Ja, aber Zauberschaden ist halt kein Unterschied. Deswegen nehme ich die jetzt. Wobei, wir haben hier nur Tempo. Ach, ich glaube, ich tausche. Ich tausche um. Das ist besser. Wir haben ein paar. Ich glaube, da tut sich, insgesamt tut sich da ganz wenig. Also, aber es sind halt dann doch ein paar mehr Instats und von daher nehme ich den jetzt auch einfach. Und das Item-Level ist halt auch höher. Könnte halt, ist halt dementsprechend ein ganz klein wenig besser. Wobei, wie gesagt, ich hab's ja schon mal erzählt, also, auf diesem Niveau, auf dem wir jetzt gerade spielen, wo es wirklich nur ums reine Questen geht, da ist es wirklich, da ist, was auch, das zieht sich auch noch später in die Raids hinein, in die ersten Raids. Das ist so eine Regel, die wir damals auch bei unserem Raid aufgestellt haben. Also wenn man ein Item bekommt, was mehr Main Stats gibt als das alte, wird getauscht. Auf die Secondary Stats ist wirklich gepfiffen. Da, wird, okay, das Ding ist, ist das hier eine Instanz? Wo geht's denn hier rein? Sumpflichthöhle? What the fuck? Hab ich ja noch nie von gehört. Keine Ahnung. Wenn die Main-Stats höher sind, wird getauscht. Auf die Secondary-Stats wird gepfiffen. Also das ist wirklich tatsächlich so. Erst im späteren Verlauf, beziehungsweise wenn man zwei gleich gute Items hat, wo Int, also bei mir halt der Main-Stat Int gleich gerollt ist, dann guckt man halt nach den Secondary Stats, ansonsten Main Stat, und das ist bei einem Item Level Unterschied von 10 bis 15 immer der Fall. Da kann man ohne nachzudenken direkt switchen. Durch Int wird halt auch die Zaubermacht erhöht. Und das ist einfach, ja, das Wichtigste, ne? Muss man so knallhart sagen. Damit hatte ich am Anfang von WoD auch so meine Probleme, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich wollte irgendwie immer doch die perfekten Stats für meinen DK damals haben. Und hab dann halt immer versucht, darauf zu achten, aber ja, im Endeffekt habe ich es dann doch eingesehen und hab's immer direkt getauscht, weil einfach, wenn du dann so eine Warforged-Item hast, das ist einfach besser, ja. Muss man ganz klar sagen. So, aber jetzt erstmal hier zu dieser Quest. Wo müssen wir die denn hier abgeben, bitte? Wahrscheinlich ist es noch nicht gespawnt hier. Oder das ist da oben auf dem Felsen drauf, das kann auch sein. Nee, das wird noch nicht gespawnt sein. Hä, ist aber eine merkwürdige Quest. Ja, sag ich ja. Wahrscheinlich ist die Platte voll. Ich guck mal eben kurz. Nee, noch nicht ganz, aber es nähert sich dem Ende. Seid vorsichtig. Quest beenden, sehr schön. Da gab's keine Folgequest, nehme ich mal an, ne? Ihr seid hier willkommen. Wie kann ich helfen? Das war's. So, dann gebe ich jetzt eben nochmal kurz die Stachelquest da oben ab. Und dann, ja, könnte ich auch eben kurz nochmal bei der Garnison vorbeischauen. Das wäre vielleicht auch nicht ganz dumm. Das wäre, glaube ich, auch nicht ganz dumm. So, hier ist der Pfad, auf den ich wollte. Der sich hier durch diesen Sumpf schlängelt. Ja, es ist einfach nervig hier. Also ich nehme hier gerade mit 28 FPS auf. Das ist einfach typisch. Ich darf nicht den Fehler machen und Fraps direkt beim kalten PC starten. Das mag der gar nicht. Aber jetzt ist halt zu spät, um da einen Rückzieher zu machen. Müssen wir jetzt durch. Es ist halt einfach immer ein bisschen bitter für mich. Man, als ob ich aus Fehlern nicht lernen würde. So, da hinten müssten wir richtig sein. Ja.
So. Sehr, sehr schön. So, wo ist der Questgeber? Hier ist der Questgeber. Riesiger Stachel. Weiter. Mastery. Okay. Also ich würde es eigentlich auf gar keinen Fall tauschen gegen eins von meinen beiden Trinkets, weil wir hier dann ein Secondary Stat gegen einen Main Stat tauschen würden. Klar, den pockbaren Int-Effekt, aber Mastery gegen Int auf gar keinen Fall. Also werde ich das Ding auf jeden Fall nicht anlegen. Muss ich so ganz knallhart entscheiden. So, ich gehe jetzt mal eben ganz kurz zurück in die Garnison. Beziehungsweise kann ich auch eigentlich zu Fuß machen. Dann kann ich nämlich da oben noch die Quest abgeben. Ich glaube nicht, dass es da eine Folgequest gibt. Und selbst wenn... Ja, man sieht's immer an diesen... Umso mehr Bugs und Fehler so auftreten, was definitiv nicht an WoW liegt... Dann weiß man direkt, der PC ist noch alt und einfach eine nervige Angelegenheit. Hör mal, ich kann mal eben kurz den Trick machen. Einmal kurz Interface neu laden und hoffen, dass das was bewirkt. Hätte ich vielleicht schon eher machen sollen. Das hilft ja normalerweise immer. Ja, hätte ich mal schon eher machen sollen. Das war blöde. Reload Wii. Bester Befehl. Wobei, jetzt ist es genauso schlimm wie vorher. Ach, komm schon. Dämliches Bäumchen hier, ey. Guck mal, ich sehe nicht mal die Effekte, die er wirkt. Ich sehe nicht mal die Effekte, die er wirkt. So... Wir müssen nach oben. Anhöhe des Exilanten. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier eine Folgequest für uns gibt. Ich bin mir nicht sicher. Ach Gott, ist das echt nervig, ne? Muss man ganz klar sagen. Schattenspiele. Das geht eine Folgequest geben. Ja, habe ich mir fast gedacht. Findet das an, das Ahnentotem in der Höhle unter der Anhöhe der Exilanten. Ich kenne Nasul sehr gut. Annehmen. So, das müsste halt dann unter uns sein. Da werde ich dann später hingehen. Liebe Leute, ich mache jetzt, das wird jetzt ein kurzer Part. Es tut mir leid, aber so macht es mir aufnehmen auch keinen Spaß. Also, ich werde jetzt einfach nachher neu starten, beziehungsweise jetzt gleich neu starten und dann nehme ich im nächsten Part weiter auf. In letzter Zeit kamen ja auch ein paar längere Folgen, also entschuldigt diese etwas kürzere Folge. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder und bis dahin macht's gut, ciao.